Weil uns Lucas ja gesagt hat, ja, geh mal da zum Typen hin. Welcome to Paradise. Ich merke schon, deine Familie hat dich nicht wirklich gemocht. Kann das... Ich meine, wenn du dir so deine eigene Raver-Party hier baust. Das ist ein ziemlich starkes Zeichen. Mann, der hat da echt eine fette Party. Fehlt dir wirklich eine Münze für die Waffe? Ja. Mir fehlt, ich habe 8. Und 9 brauche ich ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin da jetzt auch nicht so hinterher. Hm? What the? Ein Dietrich! Guck mal, ist einfach in der Vase drin. Gut, dann können wir hier drin ja mal irgendwie eins der Dings aufmachen. Ich glaube, ich weiß auch genau, welchen ich haben will. Ja, hier, das Ding können wir aufmachen. Flintenmunition. Nicht mehr? Ich beschwere mich nicht über Flintenmunition, so ist es nicht. Hier habe ich auch letztes Mal nicht gesehen. Ich wollte mich nämlich gerade erinnern, ich habe doch irgendwo in diesem Schatzvideo, in diesem Schatzfoto irgendwas mit dem Kamin gesehen. Enorm erhöht, maximale... Ja gut, sorry Ethan, Penis gets even smaller. Vor allem in den Arm, der so richtig gut durchblutet bestimmt. Maximale Gesundheit. Das Problem ist, es sagt irgendwie absolut nichts aus, weil du keine Energieanzeige hast. Also, ich meine ja nur. Ich meine, klar, man kann dir immer sagen, du hältst jetzt mehr aus, aber... Ob das wirklich der Fall ist, ist immer so eine Sache. Sowieso einen ganzen... Gott, Oma. Kannst doch hier nicht so rum... Was machst du eigentlich hier, Oma? Wie bist du hier eigentlich runtergekommen? Ich meine, soweit ich das weiß, ist der einzige Weg hier runter eine Treppe. Und ich will ja nicht sagen, aber du solltest eigentlich nicht in der Lage sein. Oma, du machst mich kaputt. Du machst mich fertig, Oma. So, ich dachte da... Oh, warte. Oh Mann, Oma. Ja, Yoga-Teleport. Ich meine, das Spiel sagt sich sowieso andauernd. Erklären, wie irgendwer irgendwo hinkommt? Warum? Warum denn? Was? Ich habe mich ja gar nicht gesehen. Zu tot? Nö. Doch, bist du cool. Kam das Ding einfach aus der Wand gebasht. Aus der Void. What the fuck? Ja, das ist hier definitiv alles ein bisschen zugewuchert. Okay, und irgendwer hat ihn hier... Was? Sagt, dass du ein echter Mann bist, steckt deine... Nein. Gestank, ja, cool, dann... Ist noch mehr? Ich muss sagen, ist so... Ja, natürlich hat seine Todesstarre eingesetzt. Der Typ ist jetzt wie viele Stunden tot? Oh, ekelhaft. Itty geht Horror. Gruselig. Schlangenschlüssel. Das schöne kleine Ding wird dir helfen, 2 Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Hast du schön abgelesen. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan. Hast du nicht gesagt, ich soll dir helfen? Warum gehst du mir dann also so auf den Sack? Mit deinem Scheiß. Guten Tag. Wisst ihr was? Ihr seid mir die Bullets gar nicht wert. Ich weiß, dass hier der Schlüssel ist. Ich weiß, dass ich euch easy outrunnen kann. Es sei denn, du hier kommst mir ein bisschen zu nah. Verpiss dich aus meinem Leben. So. Ihr seid mir die Munition gar nicht wert.
Ja, guck mal, jetzt sind wir hier. Jetzt geht's hier, ging's hier mal rum. Ach so, ach stimmt ja, da unten. Genau, das war das. Oh Mann. Wenn ihr euch sagt, boah, ich habe noch nicht genug von diesem Igitigit-Horror, dann drückt jetzt bitte die 1. Cool. Och nee, wirklich. Das gibt's euch auch hier. Gibt's euch auch mit ganzen Früchten. Boah, Alter. Oh shit, das sind 2. Ich benutze mal ein bisschen Pistolenmunition. Ich hab die gerade über. Ihr seid in etwa so eine Bedrohung wie ein nasser Waschlappen. Ich hab genug Zeit für euch. Ich hab genug Zeit mitgebracht, also so ist das nicht. Wir können hier ewig um den Tisch rumtanzen. Das war einer. Fuck. Wir benutzen meine Technik. Oh fuck. Säule. Die Pistole ist echt ein Erbsenschießer. Nergi, Nergi, Nergi! Ich liebe es, wenn ihr den Move macht. Wenn ihr glaubt, ihr wärt die Regenerators aus dem 4. Wenn ihr aber nicht mal ansatzweise an den Horrorfaktor von denen rankommt. Ich meine, was sollt ihr sein? Selbst die Walross-Monster aus dem ersten Revelations-Teil waren furchterregender. Mein Freund, was ist das jetzt? Wir haben jetzt 2 Variationen davon. Wir haben jetzt einmal Variation, ich bin Kartoffelman. Und wir haben jetzt einmal Variation, ich bin Kartoffelmann mit Klinge. Und ich bin Kartoffelmann mit, ich habe zu viel Der Exorzist geguckt. Also Oma, langsam habe ich echt die Schnauze voll von deiner Scheiße. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe echt den Sack dicht, Oma. By the way, wollt ihr mich verarschen? Noch offensichtlicher ging's nicht, oder? Gut, gucken wir uns hier erstmal um. Ein Stoff. Achso, geht nur wieder zu. Lass sie nicht stören, Oma. Ich sammle nur ein bisschen Zeug auf. Ob you don't mind, ne? Ne, Oma? Ist okay, ne? Gut, hab ich mir schon gedacht. Nicer Dude. April 1980, Jack joins the Marines. Der war ein Marine? Ich habe einen Marine mit einer Kettensäge aufgesägt. Ja, Mensch. Und mehr Igitigit-Horror. Dafür aber einen Dietrich. Müssen wir mal gucken. Aha. Denk mal, da brauche ich noch ein bisschen mehr. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Da muss ich gleich mal gucken, was die anderen Uhren hatten. Ah, cool. Noch ein Messi-Raum. Ich habe ja noch nicht genug davon gesehen. Schatzfoto. Das ist ein Kopf auf einer Kiste. Wieso habe ich das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben? Nope. Ist bestimmt. Ich wette euch, wenn ich mit, würde ich jetzt mir dieses Zeug einschmeißen. Dieses hier, ach ja, das Uhrenrätsel. Uhrenrätsel? Nennen wir es mal Rätsel. Ich guck gleich, was für andere Uhren da die Zeit hatten und dann ist gut. Weiß nicht, wo das ein Rätsel sein soll. Hm? Ein Plan für eine Waffe. Aus wie der Granatwerfer, den ich hab. Für die ganz Blöden. Also. Für die ganz Doofen, so wie es aussieht. Ich meine, sobald ich den Krähenschlüssel hatte, habe ich realisiert, ach ja, da gab es ja noch. Das ist nämlich liegt daran, weil es nicht mein erstes Spiel ist hier. Ich habe schon mal das eine oder andere Spiel gespielt. Nur mal so, ne, ist auch mal weg. Ne, auch mal sind wir noch da. Na dann. Okay, das Bett irgendwie wegschieben, weil es ist mehr als obvious, dass da unten ein Gang ist.
Hey Jeff. Scheinbar nicht. Gut, dieselbe Uhr wie alle anderen Uhren. Dann wollen wir mal gucken, was die anderen Uhren sagen. Squeak. Die hier zeigt Viertel nach Pixel. Ah, hier. Scheiß muss erst rendern, oder was? Oh, warte mal. Wenn ich schon mal hier bin. Die wurde mir nicht angezeigt als Schlangentür. Oh, interessant. Gut, dann gehen wir da Outline noch hin. Nutzen wir hier für den Dietrich. Wir hoffen nur, dass da was Gutes drin ist. Irgendwie, so ein Dietrich lohnt sich irgendwie immer weniger, kann das? Ich habe jetzt zwei Dietriche benutzt und irgendwie war da immer Shotgun-Munition drin. Ich meine, beschwer mich nicht über Shotgun-Munition, das Ding ist fucking OP as fuck. Aber, ne? Was sagst du zu meiner Idee? Klingt das realistisch? Warte mal. Sollen gerne Resident 5 sein, aber hatten nicht genug Ouroboros. Ja, ich merke schon. Aber Hauptsache solche beefigen Schlüssel. Hm. Noch ein Zimmer, wo... Hm? Blindenmunition. April, ich bin mit Mami im Krankenhaus zur Stadt gegangen. Wir haben komische Maschine, wurde im Kopf gemacht. Ein paar Sachen gekauft mit zwei... Oh, cool. Doofe Auto, ärgert mich immer, du bist krank im Kopf. Alter. Oliver ist ein Arschloch. Hab Oliver angelogen und ihm dann ein Messer in den Hals gesteckt. Hab ihm gesagt, er soll zu meinem Geburtstagsfeier kommen. Da hab ich ein Auto im Dachboden eingesperrt. Alter. Ach, das ist Lukas gewesen. Ja, Lukas. Der Typ hat schon offenbar immer einen an der Flöte gehabt. Lukas ist wie Cletus Cassidy. Wir finden mir, damit die blöde Zoe nicht mehr auf den Dachboden kann. Da haben wir eine Trophäe im Finderwettbewerb vereint. Kleiner Psychopath auch, aber... Meine Güte, wie viel kann ich mir denn hier einfach so angucken? Habe ich noch nie in meinem Leben einen fucking Fußball... Warum ist hier Flinten oder im Kinderzimmer? Pillen! Pills hier! Ah. Meine Güte, das Rätsel. Es kennt keine Schwierigkeiten. Aber zu schreien aufgehört, manchmal höre ich ihn da oben klopfen. Oh. Ich glaube, wir werden da oben jemanden finden. Ich glaube, Oliver ist noch da. So eine Vermutung. Vor allem, was hat der für einen riesen fucking Alligator? Mega-Ali. Schreitet zur Tat. Mal hier unten, so auf unterer Ebene ein bisschen gucken, ob man hier was findet. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich gerade eher vor dem Stuhl erschreckt. Weil ich habe gedacht, was ist das? Ich habe gedacht, das wäre ein Monster, aber es ist ein dreckiger Stuhl. Das erste Mal, dass ich tatsächlich Schiss vor dem im Spiel hatte, ist einfach, dass ich... Ne, also aus Pillen können wir entweder Nervengiftgranaten machen oder das hier. Hm. Ich meine, wir haben sowieso keine starken Flüssigkeiten und ich glaube, starke Flüssigkeit ist auch nicht so... Wird nicht so häufig sein. Die Tür nehmen wir zu. Es ist kaputt. Warum ist ein Besteckkasten im Kinderzimmer? Ach, you know what? Warum... Beziehungsweise ich gehe mal hoch und werde da mal das, mein Psychotrank trinken. Ja, ich sag ja, wenn ein Stuhl das Gruseligste in einem Spiel ist, ist es wirklich eine Ansage. Oh, nee, ernsthaft. Schon wieder. Starke Flüssigkeit, ich muss das ja sagen. Naja, was soll's. Erinnern wir uns fast dran. Kunde Jack Baker. Schauen wir mal, Kampagnenkonstruktion. Installation. Aha, cool. Spielzeugaxt.
Und eine Flintenattrappe. Ich bin nur gerade richtig voll. Richtig voll mit Shit. Ich werde mir aber die hier mal herstellen. Deswegen behalte ich das starke Zeug mal da. Happy Birthday. Ah. Happy Birthday. Ja, Happy Birthday habe ich das letzte Mal in einem der Achievements gelesen. Urteile mehr als ein Feuer. Ja, Dumme Ball. Alter. Ich werde mir überlegen, ob ich jetzt eher einmal zurückgehen sollte. Mein Zeug abladen. Wobei, lösen wir erstmal das Rätsel. Oh Mann, ich sag ja, jemand bei Capcom war echt super stolz auf diese Idee. Da. Ja. Haben wir es doch schon fast. Es ist wievielte Mal, dass wir jetzt dieses beklackte Rätsel lösen? Zugangskarte. Ich kann sie nur nicht mitnehmen, weil ich gerade voll bin. Das können wir uns im Wohnwagen ja angucken. Yay! Happy Birthday. Und eine Flintenattrappe. Was auch immer ich jetzt mit einer Flintenattrappe soll. Das begreife ich jetzt so gar nicht. Wir haben alles. Wir können abrauschen. Oh nein, jetzt seid ihr auch hier draußen. Was soll ich nur tun? Ach ja, warte, ich gehe einfach in meinen Safe Room. Das ist so lächerlich. Oh Mann. Kannst mal über die Tür zu machen, das macht mich kirre. So. Zeiten für einen Videoabend. Wir gucken Weehawk AP im Land der Träume. Achso, ja gut, dann nicht. Du bist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Das ist irgendwie ein Gecko. Gedauert. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Das ist der Moment, wo ich ihm eine reingehauen hätte, versucht hätte, mit der anderen Hand das Messer zu blocken. Mein, for fuck's sake, was soll passieren? Soll er dich umbringen oder was? Kerze. Ja, Mensch, guten Tag. Wird das jetzt wieder so ein Stealth-Spaß? Vor allem, wer ist er jetzt hier? Ist es Ethan nur nicht? Weil ich glaube, er hat dasselbe Ding um der Hand. Ich nenne das Spiel. Ich will Happy fucking Birthday, gotta love. Cool, es ist jemand aus der... Leck mich. Es ist jemand aus der Kamera-Crew, ja, weil ich mich schon die ganze Zeit so viel für diese Leute interessiert habe. Aufziehschlüssel. Tut mir echt leid. Ich hatte eine Sauerei hier. Go fuck yourself. Regen. Okay. Können wir hier also immer wieder Licht machen. Und hier haben wir eine Toilette.
widerlich. Mann, ist das eklig. Was denn? Verschmutztes Fernrohr. Ah, yes. Kommt kein Wasser raus. Ja, warte mal. Ich habe eine andere, ich habe eine bessere Idee. Oh. Wer hätte das gedacht? Mann, bin ich froh, dass das Ding überhaupt nicht ekelhaft aussieht. Passt nicht. Passt nicht. Spost. Ich könnte ja auch ewig bleiben und gucken, was auch immer das ist. Hier. Hm. Warte mal. Gib mir mal ein winzig kleines Mini-Momentchen. Ja, meine Güte, feiert ihr euren Geburtstag nicht so? Oh nein, da wäre ich nie drauf gekommen. Das Passwort wird es kaum gehen. Ja, das... Na. Man weiß auf jeden Fall, wo das Budget in diesem Spiel dahergelaufen ist. In fucking Ballonphysics. This is where the budget went. Ich habe das Gefühl, hier sind noch mehr. Oh scheiße, ein anderer Ballon. Scheiße, jetzt haben wir einen Ballon. Peng. Peng. Ich werde einfach für den Rest meines Lebens hier, ne? Wirklich. What the fuck ist das? Die ersten Horrorfilme hatten nicht solche beschissenen Momente. Wie fucking retarded ist das? Alter. Wo kommen die Nägel her? So funktioniert ein Ballon nicht. Ach nee, warte. Ja, passt. Ich hab's begriffen. Hier. Kann ich nicht richtig halten. Hä? Wie? Sind einer billigen Nachbildung aus. Wie kann er nie halten? Bist du bescheuert, Jungchen? Ganz feste in die Hand nehmen. Bandlers macht absolut gar nichts. Das finde ich viel interessanter. Das wäre... Nächster, bitte! Um die Ecke, Beatlord. Meine Güte, musst du mich so erschrecken. Aber vielen Dank für den Sub. Alles, was ich da drauf erkenne, sind ekelhafte Pixel. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Elko, du bist ein Genie. Hängt Glocke Fötus. 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 Wow, Elko, du bist ein fucking Genie. Geil! Strohpuppe, Lizard on Stick. Was soll ich damit jetzt? Ich. Soll ich mich anzünden oder was? Wir spielen einfach mal das Spiel. Probier alles mit allem. Das funktioniert sogar. Puppenfänger. Schau mal einer, guck. Gut, dass wir Elko haben. Jetzt hat er Finger. Oh, und jetzt kannst du bestimmt das Ding hier halten. Zieh einfach deine Hand weg, ey. Na, wer sagt's denn?
Loser. Ach, aber ich soll es trotzdem selber eingeben. Aha. Ventil. So. Ja gut, jetzt ist das Ganze auch alles selbsterklärend. Jetzt müssen wir hier einmal nochmal durch. Benutzen Ventil hier dran. Dann gehen wir zurück. Der ganze Kram mit dem Ventil ist so überflüssig. Nur mal so nebenbei. Jeder normale Mensch würde einfach einmal kurz durch diesen Schauer durchrushen. Versuchen, die Kerze einfach zu beschützen. Wie? Wieso leuchten die jetzt auf einmal? Wie? Ach, go fuck yourself, yeah. Zufrieden. Well. Das soll man in 5 Minuten schaffen. Ja, wenn du weißt, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Das Ganze würde mich jetzt keine 2 Minuten dauern. Die Kamera überlebt das. Happy Birthday! Kamera überlebt das. Ein Rätsel ist nur schwer, weil du zu Anfang nicht weißt, was du machen musst. Sobald du die Lösung weißt, ist es kein Rätsel mehr. Es ist nur eine Formalität. Oma? Gut, bist immer noch da. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ach ja, hier war ich. Genau, hier war ich schon. Hier ist nichts. Ja, Turmfisch. Danke dir fürs Hosten. So. Ne, warte mal. Ich glaube, da geht schneller, wenn wir so fahren. Mhm. Ist richtig. Ist richtig, Murat. Hey Dark Supersonic. Ich frag mich ja, was wird's, Bubi nu? Oh mein Gott. Stell dich mal nicht so an, Ethan. Was nimmt Kerl mit einer Kettensäge das Gesicht halbiert? Jetzt stell mal nicht so an wie so eine Pussy. Das Problem hat sich gelöst. Was wollen wir wetten, dass da in der Marmelade was drin ist? Geil, verbesserte Munition. Jetzt wird die Pistole tatsächlich mal wertvoll. Mit wertvoll meine ich, ich kann endlich mal auf irgendwas schießen. Mal gucken, wie viel Damage das immer langsam macht. Das ist jetzt... 20 Schuss haben wir davon. Ich habe so das Gefühl, wir kriegen bald Besuch. Von daher. Ist hier sonst noch was? Jetzt hier nichts weiter. Aber hier ist ja auch alles gerne mal ein bisschen versteckt, nicht wahr? Mal zu. Nee. Hier ist nur jede Menge Suppe, Marmelade. Die gute von Schwartau. Hm? Ach, hier. Ach, das ist die Werkstatt. Ah, guck mal, so kamen wir in die Werkstatt. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Hi. Ein Freiwilliger. Fuck. War hier daneben geschossen. Du Nervensäge. Wo kommt der denn jetzt noch her? Alter Verwalter, das ist aber Party hier. Shit, falscher Raum.
Plan B. Okay, ihr seid offenbar immun gegen Feuer. Geil, das hat ja auch nur ewig lang gedauert. Alter, wisst ihr was? Go fuck yourself. Verbesserte Munition, mein Arsch. Eieieiei. Okay, ich habe die meisten auch daneben geschossen, aber verbessert? Ich weiß ja nicht. Aber wahrscheinlich werden wir es bald müssen. Wirklich, Bitch. Ich habe echt die Schnauze voll langsam von deinem Scheiß. Hey, Kumpel. Ach so. Denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Nö, Lord Stroh, ich habe überhaupt nichts gegen Goblins. Goblins sind cool. Aber wenn der Typ aussieht wie ein fucking Hobgoblin, dann muss man das ja mal adressieren, oder? Also entweder haltet ihr absolut nichts aus, oder das war einfach der größte Lucky Crit, den ich in meinem Leben je geschossen habe. Eins von beiden, sucht euch aus. Nee, schusch, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Like oder einen Kommentar, je nachdem, was euch lieber ist, würde mir sehr helfen. Und wie gesagt, alle wichtigen Infos, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu diesem Kanal, findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Bye.